Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es ist ja Zeit für ein Zeitschriften-Review. Das Lego Star Wars Magazin. Ausgabe 97. Und das ist wieder hier in eine Folie eingepackt. Denn es enthält mehrere Extras. Nämlich einmal hier ein Scout Trooper, eine original Lego Star Wars Minifigur. Und was für eine. Perfekt für Army Building hier. Allerdings ist der Preis natürlich auch gesalzen hier mit 5,99 Euro. Holla die Waldfee. Das ist natürlich ein stolzer Preis. Dann eine limitierte Karte, nämlich hier Grogu, ja, die LE 26, genau 26 und ein Booster Pack hier. Und zwar ist das hier aber aus einer neuen, aus Serie 4 quasi, beziehungsweise die heißt jetzt die Macht Edition. Darum steht's. Hier auf dem Booster haben wir Din Djarin mit Grogu. Die Macht Edition Trading Card Collection, quasi die Serie 4, die neue Trading Card Collection. Was mich ein bisschen wundert, weil wir sind ja mit Serie 3 noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch, ich glaube, 4 Limis nach Grogu jetzt, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, alles in der Tüte drin, 5,99 am Kiosk, Ausgabe 97 und wir schauen rein. Noch 3 Ausgaben und wir haben die Jubiläumsausgabe auch bei Star Wars. Ninjago haben wir es ja schon hinter uns. Also, Entschuldigung, ein bisschen laut. Hinter uns klingt so negativ, aber so meinte ich das nicht. Da haben wir es ja schon geschafft, die Jubiläumsausgabe. Bei Star Wars haben wir noch 3 Ausgaben vor uns. Also 2 und dann die Jubiläumsausgabe. Ups, da bin ich gegen Stativ gestoßen. Dann ziehen wir hier das Paperback mal runter. Mit dem Scout Trooper drin. Gucken wir uns dann gleich an. Hier haben wir das Booster Pack, die Macht Edition, Trading Card Collection. 6 Sammelkarten für dich. Wollen wir mal umklappen hier. Mit 6 Karten, Serienüberblick, Standardkarten, 93 Charakterkarten, 18 Kunstkarten, 27 Puzzlekarten, 18 Setkarten, 18 Fahrzeugkarten und 18 Comickarten und Spezialkarten, 32 Holofolienkarten, 16 dunkle Seitenkarten, 10 Ultrakarten, eine in dem 5. Booster, Quatsch, nicht 8, 5, oder? 5. 64 Twin-Karten, eine in jedem 4. Booster und 4 Goldkarten, eine in jedem 25. Booster. 318 Karten insgesamt. So, dann haben wir hier noch den guten Grogu, die LE26. Auch das gucken wir uns dann genauer an, beziehungsweise wir werden uns dann auch natürlich auch das Booster hier im Detail angucken, im Sinne von, dass wir es aufmachen werden und die neuen Karten mal begutachten. So, so sieht das Heft aus, ohne Extras und ohne Hülle, also ohne Schutzfolie. Ausgabe 97, 5,99, da steht es nochmal. Hier haben wir den Scout Trooper, hier ein cooles Spiel mit der Tante 4 oder einen Blockadebrecher. Dann haben wir Super Comic, Helden der ersten Ordnung. 2 starke Poster hier mit Kylo Ren und Darth Vader im Hintergrund. Hier auch nochmal übrigens Kylo Ren aus Episode 9. Mit den Cracks in der Maske drin. Und ein BB-8 oder BB-8 Poster hier, bleibt am Ball. So, dann schauen wir mal rein. Hier haben wir Werbung für Togo mit Willkommen bei den Louds. Und dann haben wir das Inhaltsverzeichnis. Und hier direkt los mit dem Comic Helden der ersten Ordnung. Doppelseite Comic. Noch eine Doppelseite Comic. Dann haben wir eine Einzelseite Comic und hier das Lego Star Wars Magazin im Abo. Als Prämie gibt es Boba Fett Starship, also die Slave One, nennen wir das Kind beim Namen. Den Microfighter hier als Abo-Prämie. Sehr cool. Dann haben wir wieder eine Doppelseite Comic. Noch eine Doppelseite Comic. Noch eine Doppelseite Comic. Und eine Einzelseite Comic, aber dann ist auch schon Ende, Comic ist rum. So, dann haben wir das Poster mit Kylo Ren und im Hintergrund Darth Vader. Gucken wir uns die andere Seite nochmal an, hier. In Vaders Schatten, Kylo Ren. Cooles Poster, muss man sagen. Dann haben wir hier Bleib am Ball, ja, BB-8 oder BB-8. Sehr nice. Dann haben wir hier schon die neue Sammelkartenkollektion. Die Macht-Edition ist da. Es geht weiter mit dem Sammelspaß. Eine neue Lego Star Wars Trading Card Collection ist da. Und diesmal gibt es noch mehr zu entdecken. Ganz neu sind die 64 Twin-Karten. Hier findest du die beliebten Star Wars Helden und Schurken in der Kollektion in einer seltenen Version mit roter Prägefolie veredelt. Hole dir alle deine Lieblingscharaktere aus den Star Wars Filmen und Serien wie Star Wars The Mandalorian, Star Wars The Bad Batch, Star Wars Andor und viel mehr. Oh cool, sogar Andor-Karten. Mega geil. Es erwarten dich insgesamt 318 Karten, Helden, Schurken, rasante Fahrzeuge, witzige Comic-Szenen, schicke Kunst sowie tolle Puzzlekarten. Das ist Sammelspaß ohne Ende. Obendrein beinhaltet die Kollektion auch wieder zahlreiche sehr seltene und limitierte Karten.
Jeden Booster findest du immer 6 galaktische Karten mit einer Spezialkarte garantiert. Bla 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 und so. 16 spezielle Folienkarten, die sich der ganz der dunklen Seite der Macht widmen. Das sieht schon geil aus. Mega cool. Guckt euch das doch mal an hier. Und das hier sind dann wohl diese Spezial, diese Twin-Karten oder so, kann das sein? Das sind die Goldkarten hier auf jeden Fall. Und das hier könnten diese Twin-Karten sein. Aber warum hier grün? Ich dachte, die sind rot. Da muss man mal genauer gucken, wenn wir das Starter-Pack auspacken und so weiter. So, dann haben wir erste Unordnung. ein Rätsel wahrscheinlich oder so. Ja, Rätsel, genau. Dann haben wir große Jedi, sie waren. Jedi 1, Jedi 2 und Jedi 3. Mit Tipps, wer da gemeint sein könnte. Dann ein Spiel, schnell zur Rettungskapsel. Hier mit der Tentive 4, der Tentive 4, einem Blockadebrecher. Dann haben wir Rätsel, Jagd nach Holocrons. Und durch die Blockade. Dann haben wir extra auf Erkundung. Ja, hier. Auf Nevarro dann hier auch. Sehr, sehr nice. Das erste mit Endor sein. Genau, das ist auf Nevarro. Dann haben wir ein Comic. Streich im Wald. Eine Seite. Und eine Doppelseite. Und dann ist auch schon Ende. Dann haben wir gleich die Vorschau. Da haben wir noch. Ne, wir haben noch eine Seite. Wir haben Fanpost. Galaktische Bilder. Hier. Zeichnung von Vader. Das müsste, ist das hier Dings? Das ist das von Deathwatch hier. Hat nicht Pass Whistler, Pre-Whistler, glaube ich, müsste das sein. Hier Mandalorian Starfighters, Happy Birthday. Hier haben wir Boba Fett auf dem Thron hier, Book of Boba. Das müsste Jango Fett sein hier dann. Nice. Sehr, sehr nice. So, dann haben wir Umfrage. Mit Gewinn 3-mal die Justifier kann man gewinnen, okay. Und dann haben wir auch die Vorschau jetzt fürs nächste Heft. Und ich sag's gleich, es ist keine Minifigur. Es ist ein ATTE zum Bauen. Ein Buildable ATTE. Jo. Sieht doch auch mal ganz nice aus. 15. Juli erscheint das Ganze. Hier wieder mit einer limitierten Karte. Und zwar aus Collection 3. Hab ich extra nochmal dabei. Nicht, dass man das verwechselt. C3PO haben wir noch. Genau. Und der ATTE, auf den bin ich ja gespannt. Ich meine, diese Buildable, Micro-Builds, glaube ich eher, sind manchmal ganz nett. Und ich finde, der sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, für so ein Micro-Build, Mini-Build, wie auch immer. Bin ich gespannt drauf, ja. Klar finde ich es immer toll, wenn Minifiguren drin sind. Ich hoffe ja, dass in der Jubiläumsausgabe 100 was ganz Besonderes drin ist. Vielleicht sogar 2 Minifiguren oder sowas. Wir werden es sehen. Ich bin echt gespannt. Freue mich drauf. Und jetzt erstmal hier der ATTE. Warum nicht? Am 15. Juli und wieder mit einer Goldkarte. Und bin ja auch mal gespannt, wann dann die ersten Goldkarten zu Serie 4 bzw. zu Die Macht-Kollektion kommen. Dann haben wir noch Leon Iago, das Magazin. Stelle ich auch mal alle Ausgaben vor, weil aktuell in jeder Ausgabe immer eine Goldkarte drin ist. Früher gab es immer Ausgaben, wo dann immer wieder nichts drin war. Mittlerweile ist in jeder Ausgabe was drin, weil dann ja wieder nach Serie 8 dann wahrscheinlich Next Level kommt. Dann kommt auch schon wahrscheinlich Serie 9 und zumindest haben sich die Serien bisher immer die Klinken in die Hand gegeben. Und so wie es aussieht bei Star Wars jetzt auch. Haben wir noch Lego Star Wars Sets, hier haben wir den TIE Bomber, das 500 First Clone Troopers Battle Pack und Boba Fett Starship Microfighter. So, dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal bei Lego Star Wars Figuren und machen erstmal die Minifigur hier auf, das Extra, das erste Extra. Wir robben es auf einfach hier, den Paperback, und es sind ja nicht viele Teile. Wir setzen die Minifigur zusammen und hier ein Gesicht. Ja, so sieht er aus dann, der Scout Trooper. Und dann hat er diesen, ich finde, der ist ziemlich gelungen, der Helm. Zack, und fertig ist der Scout Trooper. Und er hat natürlich auch Scout Trooper typisch die kleine Blasterpistole. Die hat er ja so in so einem Beinhalfter, zumindest in Return of the Jedi. Wenn er auf dem Speederbike sitzt, hat er die, so einen Fußholster, glaube ich, oder so. Ja. Genau, ein richtig cooler Scout Trooper. Sehr geil. Dann gucken wir uns die Macht-Edition an. Das Booster-Pack hier. Die haben ja einen neuen Rücken bekommen jetzt auch. Alter Schwede, okay. Guck einer an. Das ist anders. So, und oh, wir haben direkt hier R2-D2 als Holo-Foil anscheinend hier mit Lea, wie er die Nachricht projiziert. Es scheint jetzt auch wirklich eher so wie die Avengers-Karten zu sein. Nicht mehr mit Werten. Das haben wir immer hier die Rarity Scale, Trade Value, Thrill Factor und sowas.
Das haben sie jetzt weggelassen, weil es jetzt wirklich nur reine Sammelkarten-Serie ist. Finde ich auch ganz gut, weil dann konzentriert man sich auf das Wesentliche. Ja? Haben wir Fünfter Bruder. Dann haben wir C3PO. Dann haben wir hier Action Battle Echo Base Verteidigung. Eine Setkarte. Dann haben wir eine Puzzlekarte. Und noch eine Puzzlekarte. Guck eine an. Also zwei Puzzlekarten. Dann haben wir hier zwei Charakterkarten. C3PO und der fünfte Bruder. Eine Setkarte. Und dann hier die Holo-Karte mit R2-D2. Sehr nice. Also doch, muss ich sagen, gefällt mir. Bin gespannt. Ist was, mal was Neues, mal was anderes. Aber ja, warum denn nicht? Muss ja nicht immer dasselbe sein. Also schön, mal was anderes zu sehen. Ja, und wie gesagt, dadurch ist die Karte auch ein bisschen aufgeräumter und man hat mehr Platz für das Artwork als hier, wo immer noch die Werte drauf sind dann. Genau, und das, aber das gucken wir uns trotzdem nochmal an. Wir sind mit Serie 3 noch nicht ganz fertig. Hier haben wir noch Grogu, die LE26, mit einem Trade Value von 63, einem Card Effect von 80, einem Thrill Factor von 75 und einer Rarity Scale von 100. Quasi das Card Game, was nie ein Card Game war, was man aber locker als Card Game nutzen konnte, weil die ja Werte hatten. Genau, ja, das also, Serie 3 noch und ja, ihr kennt das Spiel, ich habe genau diese Limit noch einmal hier für euch und zwar zum Gewinn, ihr kennt das Spiel. Was müsst ihr tun, wenn ihr diese LE26, den Grogu gewinnen wollt? Ihr müsst den Kanal abonnieren, wenn ihr schon getan, dem Video einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Star Wars, dann seid ihr im Lostopf. Einsendeschluss wie immer heute in einer Woche. Und nach dieser einen Woche werde ich dann mit einem Random Comment Picker einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin auslosen und dieser Person dann schnellstmöglich die Karte zukommen lassen, sobald ich da eine Adresse bekommen habe, wo die Karte hingehen soll. Ja, ich drücke natürlich immer allen Teilnehmenden die Daumen. Und ja, auch wenn ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt, den Kanal aber noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Das tut gar nicht weh und es kostet auch nichts. Würde mir aber sehr helfen. Ja, genauso könnt ihr auch gern das Video liken oder auch disliken, habe ich auch kein Problem mit. Aber wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, also ein Dislike, dann schreibt doch bitte einen Kommentar und sagt mal, warum ihr dem Video den Daumen nach unten gegeben habt, damit ich weiß, was ich vielleicht anders machen kann in Zukunft, besser machen kann, wie auch immer. Also Kritik ist ruhig gern gesehen, schreibt das gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber auch sonst alles, was euch so zu Lego Star Wars, zu Star Wars allgemein, zu Lego allgemein oder auch zu Sammelkarten verschiedenen, sei es jetzt hier von Blue Ocean, Pokémon, Star Wars Karten etc. Alles, was irgendwie thematisch dazu passt, haut es in die Kommentare und lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.